Die WM ist dann für sich etwas Außergewöhnliches, das Größtmögliche, was man als Schiedsrichter erreichen kann. Ich habe halt versucht, auch einfach mit meiner Leistung irgendwie den DFB zu repräsentieren und zu zeigen, ja, die deutschen Schiedsrichter, die haben halt eine Qualität, die haben Kompetenzen und das war eher so mein Ziel. Schiedsrichterei heute ist einfach ein Gemeinschaftswerk. Ja. Also du bist verlassen, wenn du als Schiri alles alleine machen musst. Du brauchst in den gewissen Situationen die Hilfe von den Assistenten. Und das ist für einen Schiedsrichter als Individualsportler erstmal ein Stück weit dann auch schon ein tolles Ziel und eine Genugtuung, dass du jetzt wirklich dann auch diesen Stempel drauf hast, WM-Schiedsrichter. Ja, also die drei Turniere jetzt in einem relativ kurzen Zeitraum, die waren so nicht erwartbar. Die größte Überraschung, denke ich, war nach wie vor die Teilnahme zur Europameisterschaft. Aber gerade als deutscher Schiedsrichter in der aktuellen Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass man bei allen weiteren Turnieren in Folge auch wirklich dann dabei ist. Von daher war Arab Cup wirklich ein schönes Turnier, eine schöne Erfahrung. Ja, und die WM ist dann für sich etwas Außergewöhnliches, das Größtmögliche, was man als Schiedsrichter erreichen kann. Das ist natürlich ein tolles Ereignis für mich, eine tolle Erfahrung, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass man mich dorthin geschickt hat. Und im Endeffekt ist man über diesen Zeitraum und gerade auch mit dem Abschluss der WM jetzt erstmal zufrieden und muss es alles sacken lassen und verarbeiten und sich dann halt wieder neue Ziele setzen. Als Kind hat man schon von der WM geträumt, aber eher als Spieler. Ne? Da wollte man eher als Spieler daran teilnehmen, als Schiedsrichter. So richtig real wurden die Träume, als Schiedsrichter bei der WM teilzunehmen, dann eigentlich erst nach dem Arab Cup. Weil man war klar, man hatte eine erfolgreiche WM hinter sich. Man wurde von der FIFA nominiert für den Arab Cup. Und dann haben wir dort im Arab Cup das Finale gepfiffen. Und dann weißt du halt am Ende des nächsten Jahres, ist die WM. Und du wusstest, du bist schon ein Kandidat von einer von 36 oder so. Das heißt, du bist nah dran, aber du musst dann trotzdem halt noch über die Ziellinie rüberlaufen und musst dich halt sportlich qualifizieren. Wir hatten diesmal die WM-Schiedsrichter schon sehr frühzeitig nominiert. Es war natürlich ein kurzer Moment der Euphorie. Und dann schlug das eigentlich sofort um, als man dann die ersten auch Ernährungspläne und Fitnesspläne bekommen hat und die Anforderungen mitgeteilt bekommen hat, dann ist man eigentlich schon so halb in einem Tunnel und versucht sich dann halt bestmöglich auf die WM vorzubereiten. Immer mit der Herausforderung, dass man ja noch in einem laufenden sportlichen Wettbewerb ist, Bundesliga, Champions League, Euroleague. Und da muss man halt die Balance finden zwischen Vorbereitung auf das Ziel am Ende eines Jahres, aber halt auch im laufenden Wettbewerb natürlich seine Performance abzuliefern. Also du fährst natürlich als Nominierter Schiedsrichter hin, in der Hoffnung, dass du ein Spiel bekommst. Die Gespräche direkt vor dem Turnier haben mir eigentlich signalisiert, dass dein Spiel auf alle Fälle kommen wird. Das hat uns dann natürlich schon top motiviert. Und dann hast du dieses erste Spiel tatsächlich bekommen und das ist für einen Schiedsrichter als Individualsportler erstmal ein Stück weit dann auch schon ein tolles Ziel und eine Genugtuung, dass du jetzt wirklich dann auch diesen Stempel drauf hast, WM-Schiedsrichter, das ist eine tolle Leistung. Und ja, dann ist das erste Spiel relativ gut gelaufen für uns und dann hat man so ein bisschen leise Hoffnung, Mensch, vielleicht hat man sich dann mit dieser ersten Leistung wirklich das zweite Spiel erarbeitet oder verdient und dass es dann auch so kam, war für mich dann toll. Wir hatten ein Team aus 5 Leuten mit Jan und Rafa an den Seiten und mit Marco und Bastian als Videoschiedsrichter. Hat ja schon viel Vorerfahrung. Wir waren beim Arab Cup zusammen, also mit den Assistenten. Und da war nicht erwartbar, dass das Klima und dass die Chemie vor Ort stimmen wird. Also wir sind da eigentlich sehr anpassungsfähig alle und sind da eigentlich mit der gleichen Philosophie rangegangen. Es war einfach schön, dass wir nicht nur die Spiele und die Trainingseinheiten zusammen absolviert haben, sondern dass man dann halt auch die Nähe und den Kontakt gesucht hat, wenn man mal Freizeit hatte. So dass wir dann auch mal gemeinsam in die Stadt gefahren sind, gemeinsam zu den Spielen gefahren sind und eigentlich nie so wirklich Lagerkoller entstanden ist. War für mich aber ehrlicherweise auch so erwartbar, dass da menschlich alles passt. Schiedsrichterei heute ist einfach ein Gemeinschaftswerk. Ja. Also du bist verlassen, wenn du als Schiri alles alleine machen musst. Du brauchst in den gewissen Situationen die Hilfe von den Assistenten. Und Jan und Rafa zeichnen halt aus, dass sie eine sehr hohe Entscheidungsqualität haben. Ich habe jetzt die Zahlen nicht vor Ort, aber ich weiß, dass sie halt ein sehr, sehr gutes Auge haben, was die reine Abseitsposition betrifft, was das Erkennen von Abseitspositionen betrifft. Das ist die einzige Sache, die ich als Schiedsrichter nicht beeinflussen kann. Theorie. Ich habe auf alles die Hand drauf. Ich kann bei Einwürfen helfen, bei Eckballentscheidungen helfen, Abschlussentscheidungen helfen. Ich kann helfen, wann ein Spieler vielleicht aktiv eingreift oder nicht. Aber die reine Abseitsposition ist das Einzige, was ich als Schiedsrichter selber nicht erkennen kann. Das heißt, da muss ich mich wirklich auf die Assistenten verlassen.
Und da haben die beiden einfach in der letzten Zeit gezeigt, dass sie da ein richtig gutes Auge haben, eigentlich eine Top-Quote haben, sodass ich heute wirklich in die Top-Spiele reingehe und einfach weiß, ich kann mich auf mein Team verlassen. Und das ist ein gutes Gefühl und das stärkt einen und es gibt auch das nötige Selbstgefühl und das nötige Selbstbewusstsein, die Top-Spiele auch zu haben.